bei beiden gleich. Man sagt einfach zum Beispiel 3 von 100. 3VH habe ich geschrieben. Das wird auch mit VH abgekürzt, also klein V, großes H. 3 von 100 Kilogramm Kartoffeln sind schlecht geworden. 6 Kilogramm. Wie komme ich darauf? Eigentlich ist es ganz einfach. Ist gleich, und jetzt kommt ein großes P, wir schreiben mal kein X, sondern wir schreiben ein großes P. Wie viel ist das wert? Man sagt auch hierzu Prozent wert. Naja, wir kennen das aus der Mathematik schon. Wir können kürzen, denn hier steht ja eigentlich, wenn ich den Bruchstrich verlängere, steht das, stehen die 200 Kilogramm mit oben auf dem Bruchstrich. Man könnte auch sagen 200 Eintel. Ne? Und demzufolge kann ich durch 100 kürzen. 100 durch 1 ist 1, 200 durch 1 ist 2. Die Kilogramm und die anderen Zahlen, die bleiben unberührt. Das kurz gerechnet heißt 2 mal 3. 2 mal 3 mal Kilogramm. Kilogramm ist eine Einheit, die wird mitmultipliziert, ist gleich P. Und wie schon geahnt, das entspricht unserem Wert 6 Kilogramm.